So, und wie bereits angekündigt, geht es in dieser Sendung auch um Rassismus in den Vereinigten Staaten. Über Donald Trumps Einreiseverbot gegen Menschen aus 7 überwiegend muslimischen Staaten wird im Moment sehr viel besprochen. Wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen. Aber wir haben für euch etwas über Rassismus in der amerikanischen Justiz und Polizei vorbereitet. Dafür sitzt jetzt die Anna neben mir. Hallo Anna. Hallo. Kannst du mir ein Beispiel geben, wie sich Rassismus im amerikanischen Strafvollzug denn ausdrückt? Also ein sehr deutliches Beispiel wären da zum Beispiel die Gefängnisse. Da ist eben zu beobachten, dass 60% aller amerikanischen Gefängniseinsassen Schwarze sind oder zu einer ethnischen Minderheit gehören. Für Schwarze ist es außerdem 8-mal so wahrscheinlich, ins Gefängnis zu kommen wie für einen Weißen. Und bei Frauen sieht das auch ähnlich aus. Und daraus resultieren dann dramatische Ergebnisse. Also ein Drittel aller jungen schwarzen Männer sitzt entweder im Gefängnis oder ist auf Bewährung. In manchen Brennpunkten sind das sogar bis zu 80% aller jungen Schwarzen. Wow, woran liegt das denn? Denn die Gesetze, die es dort gibt, sind ja eigentlich nicht diskriminierend. Ja, also wenn man sich jetzt mal das Beispiel Drogen anschaut. Also für Drogenmissbrauch werden in den USA sehr hohe Strafen vergeben. Und die meisten Studien gehen auch davon aus, dass Drogenmissbrauch eigentlich in allen Ethnien etwa gleich verbreitet ist. Aber die Polizei kontrolliert vorwiegend schwarze Problemgegenden in Anführungszeichen. Das heißt also, die werden viel öfter ko kontrolliert als Vorstädte, wo die meisten Weißen wohnen. Spiegelt sich das denn auch in anderen Teilen des amerikanischen Strafrechts wider? Ein Beispiel hierfür wäre die Todesstrafe. Also Studien besagen, dass die Hautfarbe mit der wichtigste Faktor dabei ist, ob jemand zum Tode verurteilt wird oder nur eine normale Haftstrafe erhält. Aber nicht nur die Hautfarbe des Täters ist dabei entscheidend, sondern auch die Hautfarbe des Opfers spielt eine wichtige Rolle. Denn ungefähr die Hälfte aller Opfer von Tötungsdelikten sind schwarz. Aber fast 80% aller Todeskandidaten wurden aber für den Mord an einer weißen Person verurteilt. Und eine Studie der Universität Yale besagt außerdem, dass wenn ein Schwarzer einen Weißen tötet, ist es 3-mal so wahrscheinlich, dass er zum Tode verurteilt wird, als wenn der Täter weiß ist. Außerdem kommt man zu dem Ergebnis, dass ein Drittel der afroamerikanischen Todeskandidaten in Philadelphia nicht im Todestrakt sitzen würden, wenn sie nicht schwarz wären. Das ist ja unfassbar, aber ein sehr großes Thema, über das ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel berichtet worden ist ja auch die Polizeigewalt. Kannst du uns da mal schildern, was da die Probleme sind? Ja, also die Polizeigewalt, das ist ein Thema, mit dem sich Amnesty 2015 recht gründlich in einem längeren Bericht auseinandergesetzt hat. Zum einen wurde festgestellt, dass es in keinem einzigen US-Bundesstaat entsprechen die Vorgaben zur Anwendung tödlicher Gewalt durch Polizisten den tatsächlichen Menschenrechtsstandards. In einigen Staaten ist sogar überhaupt nicht geregelt, wie Polizisten Schusswaffen gebrauchen dürfen und wie nicht. Es gibt leider keine Statistik darüber, wie viele Menschen tatsächlich durch Polizeigewalt sterben, aber es spricht einiges dafür, dass es vor allem afroamerikanische Männer sind, die ihr zum Opfer fallen. Oft ist es auch so, dass die Polizisten im Prinzip nicht zur Rechenschaft gezogen werden, denn meist folgt auf so einen Fall zunächst eine interne Ermittlung, und erst dann wird die Staatsanwalt eingeschaltet. Und für die Staatsanwaltschaft ist ein gutes Verhältnis zur Polizei bekanntlich ja auch sehr wichtig. Ein Problem ist auch die Frage danach, wie viele Schüsse eigentlich abgefeuert werden. Wenn man sich das Beispiel Michael Brown anguckt, dort wurden 6 Schüsse abgefeuert. Das zeugt schon auch von einem gewissen Vorsatz. Und außerdem gefährdet das auch Unbeteiligte in einem wesentlichen Maß. Deswegen ist es auch eine zentrale Forderung von Amnesty, dass endlich die amerikanische Polizei spezifischer trainiert wird und dass auch die Praxis ja im polizeilichen Alltag besser kontrolliert wird. Der Einsatz von Gewalt sollte für die Polizei eine Ausnahme bleiben und wirklich nur dann angewendet werden, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ja, vielen Dank, Anna, für diese sehr aufschlussreiche Berichterstattung. Den Amnesty-Bericht, von dem Anna gerade gesprochen habt, den könnt ihr euch auch im Internet unter dem Titel Deadly Force, Police Use of Lethal Force in the United States anschauen. Wir machen weiter mit etwas Musik.